In diesem Video geht es noch einmal um die Simulation im Zeitbereich und um die zeitliche Diskretisierung. Und das, was ich bereits in einem anderen Video für eine Induktivität demonstriert habe, möchte ich hier noch einmal für eine Kapazität wiederholen. Also wir haben eine Kapazität C, die von einem Strom mit einer beliebigen Zeitfunktion I von t durchflossen wird und über der dann eine Spannung mit einer beliebigen Zeitfunktion u von t abfällt. Und wenn man sich hier die allgemeine Gleichung im Zeitbereich anschaut, dann steht hier i von t ist gleich c mal du von t nach dt. Also der Strom ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung der Spannung. Wenn man das jetzt wieder mit den zeitlich diskretisierten Verläufen für Strom und Spannung umwandeln möchte, ist es wieder besser, nicht mit der Ableitung hier zu handhaben, sondern das auf eine Integration umzuformen. Deswegen wird diese Gleichung erstmal in Richtung der Spannung umgestellt, so dass die Spannung hier nach vorne wandert, du von t, sondern muss durch das c geteilt werden, ist gleich 1 durch c und das mal die t auch noch auf die andere Seite, 1 durch c, i von t mal dt. So, und über diese Gleichung kann jetzt integriert werden, das heißt, wir integrieren hier und wir integrieren auf dieser Seite das 1 durch c, nicht von der Zeit ab, das kann man vor das Integral ziehen, deswegen wird hier integriert und wir integrieren wieder über einen Zeitschritt, das heißt von einem Zeitpunkt tn bis zu einem Zeitpunkt tn plus 1. Und der Unterschied zwischen oder der Abstand zwischen diesen beiden Zeitpunkten hier ist ein Zeitschritt, das ist Delta t. So, und jetzt gibt es wieder, genauso wie bei der Induktivität, mehrere Möglichkeiten, dieses Integral hier auszurechnen. Die erste Möglichkeit wäre wieder dieses Integral hier eben so auszurechnen, dass man ja den Flächeninhalt, der hinter diesem Integral steckt, also die Fläche unter dieser i von t-Kurve durch ein Rechteck annähert und sagt, die Höhe dieses Rechteckes entspricht dem Wert des Stromes am Anfang des Rechteckes zum Zeitpunkt tn. Dann wäre ja die Amplitude des Stromes eben in. Also diese Seite erstmal ausrechnen. Hier steht eine 1, die 1 nach u integriert ist u und dann die Grenzen eingesetzt, wäre das die Spannung zum Zeitpunkt tn plus 1, kurz geschrieben als un plus 1 minus die untere Grenze, die Spannung zum Zeitpunkt tm, kurz geschrieben als un, ist gleich das 1 durch c abgeschrieben. Und jetzt eben der Wert dieses Integrals, die Fläche unter der Kurve angenähert als Rechteck mit der Amplitude des Stromes zum Zeitpunkt der unteren Grenze. Also der Strom zum Zeitpunkt Tn, kurz geschrieben als In. Und die Breite dieses Rechteckes wäre dann, wie schon besprochen, der Abstand zwischen diesen beiden Zeitpunkten. Und das ist ein Zeitschritt Delta t. Das wäre Variante 1, Möglichkeit 1. Die zweite Möglichkeit, ich nehme wieder eine andere Farbe, die zweite Möglichkeit wäre das Dreieck, nicht das Dreieck, das Integral genauso durch ein Rechteck anzunähern, aber jetzt anzunehmen, dass die Höhe des Rechteckes dem Strom zum Zeitpunkt der oberen Grenze entspricht. Also das, was auf der linken Seite steht, schreibe ich einfach ab. U von n minus u von n plus 1 minus un ist gleich 1 durch c. Und jetzt eben der Strom zum Zeitpunkt n plus 1 und das Ganze mal Delta t. So, das wären die beiden Möglichkeiten, das Ganze mit einem Rechteck zu tun, und die etwas kompliziertere, aber natürlich wieder etwas exaktere dritte Möglichkeit wäre, die Fläche des Rechtecks durch ein Trapez anzunähern. Und dann steht da un plus 1 minus un ist gleich 1 durch c.
Ja, und die Fläche dieses Trapezes wäre eben ja, die mittlere Höhe des Trapezes, also der arithmetische Mittelwert zwischen dem Strom zu diesem Zeitpunkt und zu diesem Zeitpunkt und das Ganze mal den Zeitschritt. Also In plus 1 plus In geteilt durch 2, das wäre die mittlere Höhe des Trapezes und dann mal Delta T. So, das sind die drei Möglichkeiten. Wenn man die jetzt wieder ein bisschen umstellt und das UN hier mal auf die andere Seite rüber holt, dann sieht man, wir können die Spannung zum aktuellen Zeitschritt ausrechnen aus dem Stromwert und dem Spannungswert vom vorherigen Zeitschritt. Es werden also nur Informationen von vorherigen Zeitschritten benötigt. Deswegen ist das wieder ein explizites Verfahren und das ist auch nach Herrn Euler bekannt als explizites Euler-Verfahren. Bei der zweiten Möglichkeit, wenn man hier das UN auf die andere Seite rüber addiert, sieht man, die Spannung zum aktuellen Zeitschritt ergibt sich aus dem Strom zum aktuellen Zeitschritt und aus der Spannung vom vorherigen Zeitschritt. Das heißt, hier werden eben auch Informationen vom aktuellen Zeitschritt benötigt. Deswegen ist das ein implizites Verfahren, auch nach Herrn Euler benannt oder bekannt als implizites Euler-Verfahren. Und bei der dritten Möglichkeit, wenn man hier das UN auf die andere Seite rüber addiert, stellt man fest, um die Spannung zum aktuellen Zeitschritt auszurechnen, braucht man eben Informationen vom vorherigen Zeitschritt, aber auch aus dem aktuellen Zeitschritt. Deswegen ist auch das ein implizites Verfahren. Und weil die Fläche dieses Trapezes benutzt wird, um die Fläche dieses Integrals oder den Wert dieses Integrals anzunähern, ist das ein implizites Trapez oder ist dieses Verfahren, diese Variante als implizites Trapezverfahren bekannt. Jetzt kann man sich wieder überlegen, wie bringt man das Ganze in einen Netzwerksimulator unter? Und die Variante, die Möglichkeit, die sich hier ergibt, naja, ist das, also hier steht ja was, die Spannung ist gleich irgendwas, das Ganze halt als Maschensatz zu interpretieren. Man sieht hier die Spannung, das hat auch den Wert einer Spannung, selbstverständlich, das ist auch eine Spannung, also die Spannung ergibt sich zum Beispiel aus einer Spannungsquelle und hier unten steht dann, die Spannung ergibt sich eben auch aus einer Spannung, zum Beispiel aus dem Wert einer Spannungsquelle, aber auch aus irgendwas mal einem Strom. Und ja, Spannung ist gleich irgendwas mal Strom. Dieses irgendwas ist dann eben ein Widerstand. Also kann man sich in alle diese Gleichungen, die hier unten stehen, reindenken, dass sich die Spannung aus einem Widerstand mal einem Strom plus einer Spannung ergibt. Und das Ganze machen wir jetzt mal. In der ersten Möglichkeit sind das ja alles Informationen vom vorherigen Zeitschritt, die sind bekannt. Das heißt, wenn man die weiß, kann man die auch in den Wert einer solchen Spannungsquelle rein tun. Das heißt, das hier alles lässt sich auch als Wert einer Spannungsquelle interpretieren. Diese Spannungsquelle nenne ich mal E. Und die kriegt einen Index C, weil wir mit dieser Spannungsquelle eben eine Kapazität nachbilden wollen. Genau dasselbe lässt sich auch hier machen. Auch das hier lässt sich als eine Spannungsquelle EC interpretieren. Und für den Strom bringe ich mal das Delta T hier wieder mit nach vorn. So dass hier steht, irgendwas mal I ist gleich U und dieses irgendwas ist dann eben der schon besprochene Widerstand. Ein Widerstand R und dieser Widerstand R ist auch dazu da, die Kapazität zu nachzubilden, deswegen kriegt er einen Index R. So, und hier unten ist das wieder etwas komplizierter. Ich lösche mal diesen Teil hier vorne wieder weg.
und schreibe den etwas um. Dann steht hier Delta T durch 2c mal i zum Zeitpunkt tn plus 1 plus Delta T durch 2c mal in plus un. So, das ist die Information und das ist die Information vom vorherigen Zeitschritt. Die lassen sich jetzt wieder zusammenfassen zu der Spannungsquelle EC und das hier vorne, das lässt sich zusammenfassen zu dem Widerstand RC, also alles was hier vor dem I steht, das Delta T durch 2 mal C. So, das heißt, alles was wir jetzt hier aufgeschrieben haben, also hier oben fehlt dieser Widerstand, aber im Allgemeinen steht hier da, die Spannung ergibt sich aus einem Widerstand mal dem Strom plus eine Spannungsquelle, ne, im Sinne eines Maschensatzes. Das heißt, hier werden zwei Spannungen addiert. Wenn Spannungen addiert werden, dann muss irgendwas in Reihe geschaltet sein. Das heißt, aus dieser Kapazität, aus dieser allgemeinen Kapazität im Zeitbereich kann man sich jetzt folgendes Ersatzschaltbild denken, so dass ein Widerstand RC und eine Spannungsquelle EC in Reihe geschaltet sind. Und ja, durch diesen Widerstand RC fließt eben der Strom IN plus 1 durch. Also der Strom, der hier mal die beliebige Zeitfunktion I von T hatte, heißt hier jetzt IN plus 1. Und dementsprechend durch diesen Strom fällt über diesen Widerstand eben diese Spannung ab. Und dann kommt noch diese Spannungsquelle EC dazu. Das heißt, die muss in diese Richtung zeigen. EC und dann ergibt sich aus dem Spannungsabfall über den Widerstand plus dieser Spannungsquelle diese Gesamtspannung UN plus 1. So, das ist jetzt schon mal ganz nett. Aus der Kapazität, beliebig im Zeitbereich, wo man jetzt eben die Differentialgleichung lösen müsste, haben wir durch die zeitliche Diskretisierung ein Ersatzschaltbild gemacht, in dem jetzt keine Ableitung mehr auftaucht, sondern da taucht jetzt ein Widerstand auf und da taucht eine Spannungsquelle auf und ja, der Wert dieses Widerstandes, wie man sieht, der ergibt sich aus dem Zeitschritt und aus dem Wert der Kapazität und in dem Wert dieser Spannungsquelle, da steckt eben zum Beispiel Information vom vorherigen Zeitschritt drin oder eben auch Information über die Länge des Zeitschrittes und über den Wert dieser Kapazität. Nichtsdestotrotz hat dieses Ersatzschaltbild hier noch ein paar Nachteile. Der erste Nachteil ist, hier in der Mitte taucht eben ein zusätzlicher Knoten auf. Also es ist kein echter Knoten, sondern ein unechter Knoten. Nichtsdestotrotz wäre das ein zusätzlicher Knoten, der eben, ja, wenn man das in der Knotenspannungsanalyse unterbringt, ja, eine zusätzliche Zeile und Spalte in der Matrix verursachen würde. Der zweite Punkt ist, hier taucht auch eine ideale Spannungsquelle auf. Die ideale Spannungsquelle würde erfordern, dass man eben nicht nur mit der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse rechnen kann, sondern die modifizierte Knotenspannungsanalyse bemühen muss. Und diese Spannungsquelle würde dann eben noch eine weitere zusätzliche Zeile und Spalte in der MNA-Matrix erfordern. Das heißt, insgesamt durch diesen Knoten und durch diese Spannungsquelle dann zwei zusätzliche Zeilen und Spalten in der MNA-Matrix, die kann man sich jetzt sparen, indem man einfach Zweipoltheorie verwendet und sagt, also eine Spannungsquelle mit einem reinen Widerstand lässt sich doch ohne weiteres umwandeln in eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Das heißt, wir haben einen Widerstand und parallel dazu eine Stromquelle. So, und diesen Widerstand, das ist ja eigentlich der Widerstand RC, den nenne ich jetzt mal GC, weil in der Knotenspannungsanalyse man ja eher mit Leitwerten oder eben mit Admittanzen rechnet.
Und diese Stromquelle nenne ich JC, auch weil das eben wieder eine Stromquelle ist und das C, weil damit eine Kapazität berücksichtigt oder nachgebaut werden soll. So, jetzt muss man so ein bisschen über die Richtung nachdenken. Also diese Spannung hier sollte natürlich jetzt immer noch genau die gleiche Spannung sein. UN plus 1. Dieser Strom, der hier gesamt reinfließt, sollte natürlich immer noch genau der gleiche Strom sein. IN plus 1. So, und jetzt, ja, wenn man sich so ein bisschen an Zweipoltheorie erinnert, wenn diese Spannungsquelle in diese Richtung zeigt, dann würde die ja erstmal einen Strom in die entgegengesetzte Richtung treiben. Das heißt, die Stromquelle, die hier steht, die würde ihren Strom auch in die entgegengesetzte Richtung, also hier nach links, treiben. So, und ja, jetzt muss man eigentlich nur aufschreiben, wie groß das JC und wie groß das GC sind. Das ergibt sich auch aus Zweipoltheorie. Das JC ergibt sich einfach aus EC durch RC, ja, also dem Wert dieser idealen Spannungsquelle geteilt durch diesen Widerstand. Und das GC ist einfach 1 durch RC, ja, also einfach den Widerstand umgewandelt in einen Leitwert. So, und damit kann man jetzt sich jeweils bei diesen drei Möglichkeiten hier unten das nochmal ein bisschen umschreiben. Bei Möglichkeit 1 stellt man fest, das funktioniert nicht, weil hier gibt es ja gar keinen Widerstand. Also der Widerstand hier ist ja eigentlich 0. Das RC ist gleich 0 und damit würde dann daraus folgen, dass das GC eben unendlich ist. Und also das wäre vielleicht nicht mal so schlimm. Das wäre halt einfach ein Kurzschluss an dieser Stelle, aber auch hier diese Stromquelle, wenn wir hier durch 0 teilen, ist das nicht besonders sinnvoll. Also erste Möglichkeit, Strich funktioniert nicht. Bei der zweiten Möglichkeit geht es jetzt letztendlich darum, diese Gleichung hier nach In plus 1 umzustellen. Wenn wir das mal machen, dann steht da In plus 1 ist gleich. Ja, also nach In plus 1 umgestellt, das heißt, wir müssen mal C rechnen, wir müssen durch Delta T teilen. Und wir müssen das UN eben auch noch auf die andere Seite holen. So, und dann steht da C durch Delta T mal UN plus 1 und das Ganze nochmal minus C durch Delta T mal UN. Ja, und das C durch Delta T genau das entspricht diesem Leitwert, der hier oben bereits hingeschrieben wurde, GC. Na, Strom ist Leitwert mal Spannung. Und das hier hinten, das ist genau diese Spannungsquelle, die Stromquelle, die dort oben auch schon steht, das ist das JC. Und genauso kann man das jetzt noch für die letzte Möglichkeit machen. Indem man auch hier die Gleichung einfach nach In plus 1 auflöst und hinschreibt, dann steht da In plus 1 ist gleich. Ja, jetzt müssen wir mal 2c rechnen und durch Delta T teilen. Dann steht da 2 mal C durch Delta T mal UN plus 1. Und das Ganze jetzt ja noch mit diesem Term hier hinten, also das UN auf die andere Seite, das IN auf die andere Seite, dann steht hier auch erstmal ein Minus. Und das UN muss jetzt eben auch noch mit 2 mal C durch Delta T erweitert werden. Also Minus, Klammer auf, 2 mal C durch Delta T mal UN. Und wenn man hier jetzt eben mal 2C durch Delta T rechnet, kürzt sich das genau weg. Dann bleibt dort nur IN über. So, und ja, wenn man sich das genauer anschaut, fällt
fällt einem auf, das hier ist genau wieder das GC, das ist der Leitwert, den man sucht. Und das hier hinten, dieser Term, diese ganze Klammer, das ist das JC, das man sucht und das hier oben eben in diesem Ersatzschaltbild auftaucht. So, und dieses Ersatzschaltbild, dieses äquivalente Ersatzschaltbild ist jetzt eben vorteilhafter als dieses, weil es nicht keinen zusätzlichen Knoten erfordert. Also dieser Knoten, den gab es ja mal schon am Anfang und diesen Knoten hinten, den gab es auch schon mal am Ende. Und es tauchen eben sonst auch wieder nur Stromquellen auf und Leitwerte. Das heißt, man könnte das auch in der ganz normalen Knotenspannungsanalyse unterbringen und braucht dafür nicht diese modifizierte Knotenspannungsanalyse bemühen, beziehungsweise man braucht eben keine zusätzliche Zeile und Spalte für diese Spannungsquelle. So, und damit ist jetzt eben auch gezeigt, wie man sich die Lösung dieser Differentialgleichung hier ersparen kann, indem man zeitlich diskret rechnet, indem man Ström und Spannung nur noch zu bestimmten Zeitpunkten betrachtet, dazwischen eben linear interpoliert. Und dann lässt sich die Kapazität durch dieses äquivalente diskrete Ersatzschaltbild ersetzen. Und der Wert dieses Leitwertes und der Wert dieser Stromquelle, die ergeben sich entsprechend den Bestimmungsgleichungen hier unten. Und da steckt dann eben die Wahl des Zeitschrittes, natürlich der Wert dieser Kapazität und eben auch das Gedächtnis dieses Bauelementes, also die Ströme und Spannung zu den vorherigen Zeitpunkten drin. Und auch hier ist es natürlich so, das Ganze wird nur dann gut funktionieren, wenn diese Zeitschritte relativ klein sind, wenn der Fehler, den man eben bei der Näherung dieses Integrales, dieser wahren Fläche unter der Kurve durch ein Rechteck, durch ein Rechteck oder ein Trapez macht, wenn dieser Fehler relativ klein ist. Das heißt, man muss wieder sehr viele von diesen Zeitschritten ausrechnen und das läuft darauf hinaus, dass man es eben nicht von Hand tut, sondern mithilfe eines Computers in einem Programm.